Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir sind dabei, Zuckerrüben zu ernten und wir sind dabei, gerade zur Zellstofffabrik zu fahren, um Papier zu holen, weil die Molkerei hat keine Papierpaletten mehr und kann nicht weiter produzieren. Und das ist ein Problem, weil der Milchtank ist voll bei der Molkerei. Und ja, und mein Milchtank am Hof, da habe ich aber auch noch irgendwie 120, 130.000, 140.000 Liter Milch. Jawohl, was haben wir da denn gemacht? Sind wir etwas zu waghalsig in die Kurve gefahren? Ach, nun komm. Nun komm. Ja, komm, da tut sich doch was. Das sehe ich doch. Dauert einen Moment. Fahren wir hier über den Acker. Ist ja zum Glück unser Feld. Da kann man das mal machen. Aber ich kann auch hier wieder zurück auf die Straße. Jo. Ja, da vorne steht mein einer Abfahrer für die Rüben. Und auf den beiden Feldern bin ich am Rüben ernten. Zur Zuckerfabrik bringen. Da müssen wir dann auch mal schauen. Die Zuckerfabrik müssen wir auch dringend Zucker abholen und verkaufen. Weil, produzieren kann ich ja gar nicht mehr so viel. Ich werde jetzt auch keine neuen Felder mehr kaufen. Wobei, immer könnte ich ja eigentlich. Weil, ich sag mal, die Vierfach-Map, die ja bald kommt, auf die ich dann auch wechseln werde. Bei euch wird das allerdings noch, bis Mitte Dezember dauern, bis ihr das sehen könnt. Ich sag mal, der Mittelbereich dieser Map ist ja identisch mit dieser Map. Ja, das ist ja gar kein Unterschied. Die ist dann ja im Prinzip nur nach außen hin erweitert. Und da muss ich sagen, ey, riesen Respekt, was der Fat Action da gemacht hat. Das ist schon, ja, ich würde es jetzt mal krass nennen. Also das ist wirklich nicht von schlechten Eltern. So, Paletten wollte ich aber doch haben für den Laden an und für den hinten möchte ich auch Paletten haben. Auch Autoload on. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe hier kein Wasser mehr. So. Doch, doch. Steht keine. Wieso ist denn da kaum Papier? Wann liegt das denn? So. Wir müssen mal eben hier die Paletten hier eben. Haben wir hier keine Hackschnitzel mehr oder wie? Hier tatsächlich noch eine Ladung Hackschnitzel hinbringen. Kann es ja nicht sein, oder? So, beim ersten schalten wir da mal Autoload wieder aus. Fahren mal ran, dass wir hier. Doch, da wird noch produziert. Muss etwas langsam gerade, scheinbar. Ja, stimmt, Fate hatte irgendwann mal, in irgendeiner Version, hat er die Produktionsgeschwindigkeit hier von der Zellstofffabrik ein bisschen runtergeschraubt, glaube ich. Oder war es die Pelletfabrik? Irgendwo hat er was geschraubt. Es ist ja auch okay.
Weil bisher ist die Molkerei die einzige Fabrik, die überhaupt Papier braucht. In der nächsten Version, in der Vierfach-Map, wird es eben noch mehr geben, wo ich das Papier brauche. Und zwar gibt es einen Eierhof oder einen Hühnerhof, wie auch immer, wo Eier produziert werden. Und die brauchen auch Papier. Ja, schon mal nicht schlecht ist. So, die Kartonpaletten. Jetzt hier vorne drauf habt, da fehlt auch irgendeine, oder was damit ist. Die bringe ich jetzt direkt hier zum Palettenverkauf am Hafen. Boah, ich habe noch so viele Leerpaletten hier. Ja, interessant wäre eben jetzt auch mal zu wissen, ob ich denn den Füllstand meines Hofsilos mit auf die Vierfachmap nehmen kann. Ist auch fast nichts produziert. Das liegt aber daran, dass da kein Öl ist. Mit Sicherheit. Kein Diesel. Ah, wie schnell geht das denn? Wo sind denn die ganzen Paletten hin? Ist wieder noch drin. Ah ja. Soll wohl. Gut. Hä? Ach. Scheiße. Entschuldigung. Bin ja auch dämlich. Paletten sind hier bei mir hinten drauf, weil ich Autoload anhatte. Mann. So. Jetzt muss ich mal eben gucken. Dafür verkaufe ich aber schon ganz gut, muss ich sagen. Aha. Das ist ja lustig. Er verkauft die Paletten jetzt. Obwohl die hier oben drauf stehen. Weil die einmal im Trigger waren, oder wie? Das ist ja eine krasse Nummer. Aber ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, hier ewig zu warten. Bis alles verkauft ist. Macht der denn hier noch irgendwo weiter mit verkaufen? Ja, tatsächlich. Prinzipiell ist mir das ja jetzt erstmal egal. Kauf mir hier von der Platte weg. Ja, was. Gut, sieht jetzt hier natürlich mega chaotisch aus. Ist es auch. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. So, dafür holen wir uns jetzt hier die Papierpaletten wieder drauf. Schalten
das Auto-Load ab. Ja, und er verkauft hier weiter. Das ist ja schön. Wollen wir mal gucken, was wir damit nachher kriegen. Jetzt haben wir erstmal zur Molkerei. Bringen da das Papier hin. Ach, ich verstehe auch, warum er kein weiteres Papier produziert hat. Weil das ja ein Produktionszweig ist und wenn einer voll ist, produziert er auf dem anderen auch nicht mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also wenn er kein... Kartons waren voll, dann produziert er auch kein Papier mehr, weil das nicht loswerden kann. Was natürlich voll doof ist, aber... Ja, da müssen wir auch mal gucken, was wir alles so im Lager haben. Ich glaube, ich muss mein Farming-Tablet auch bald mal aufladen. Sonst habe ich ein Problem. Ist ja die Molkerei. Kann ich auch hier quer übers Feld fahren. Seht ihr, ich wollte hier noch eine Saatmaschine an den Start bringen. Hier Weizen ansehen. So, und jetzt dürfte die Molkerei auch wieder fleißig produzieren. Könnt ihr ja eigentlich mal hier durchfahren. Aufladen. Aber ich werde so finden, das ausschalten. Viel ist hier nicht drin. Aber etwas. Wo komme ich hier sowieso nicht rein? Null Risiko eingehen, dass es wegen irgendeinem Quatsch hier nicht geht. So, wie war das? So ein bisschen Gewalt anwenden. Kommen wir hier auch durch.
angefangenen Paletten wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Naja, egal. Ist egal jetzt. Sache ist jetzt, wir räumen hier auf. So. Los. Aussteigen. Hier weiter produziert werden. Gucken, ob hier irgendwas einen guten Preis hat. Park bei Lidl, Joghurt bei Edeka. Naja, ich bringe das erstmal ins Lager. Ja, sonst keinen Wert. Ich muss ja hier nicht auf Teufel komm raus das jetzt verkaufen. Also ich kann da ja trotzdem ein bisschen Gewinnmaximierung betreiben, sozusagen. Da oben. Achso, der eine. Geht natürlich nicht ab automatisch. Da muss ich dann gleich mal gucken. So, wir gucken hier jetzt erstmal. Ich habe auch, meine ich, noch ein paar Molkereiprodukte hier. Das ist jetzt gar nicht gut reinkommen. Da vorne. Vorne rechts. Ich bin da gar nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles noch im Lager habe. Dann alles noch verkauft werden muss. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Freue mich über einen Kommentar, über ein Like, über ein Abo. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich mal Ciao.